TV, präsentiert von Bischofshof, das Bier, das uns zu Freunden macht. Audi, Vorsprung durch Technik. Autohaus Jepsen in Neutraubling. Hutkönig, Hutmanufaktur seit 5 Generationen in Regensburg. HDI-Versicherungen, Hauptvertretung Regensburg, Arthur Zaviola. Wirkes, Dirndl und Tracht. Live aus dem Glöckl-Fest-Zelt, Dult TV. Herzlich willkommen zu Folge 4 live aus dem Glöckl-Fest-Zelt zu Dult TV. Schön, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid. Unser Thema heute Hüte und Köpfe, und auf jeden Deckel passt ja auch ein Topf. Meistens, oder? Auf jeden Deckel passt ein Kopf. Auch auf unsere Köpfe passen tatsächlich Hüte. Man mag es nicht glauben, obwohl ich so einen riesengroßen Eierschädel habe, gibt es tatsächlich noch Hüte, die zu einem passen. Und bevor ich es vergesse, wir müssen zwei Zuschauer grüßen, Maike. Die schauen uns regelmäßig zu, seit Folge 1. Die sitzen auf den Philippinen tatsächlich. Und das Internet macht es möglich. An dieser Stelle Grüße an Alex und Janis, die uns hier heute zuschauen, gemütlich von der Strandbar aus. Jawohl, so ist es. Wir haben heute Hüte und Köpfe als Thema und uns dazu natürlich auch die passenden Gäste hier ins Dult-TV-Studio im Glöckl-Zelt eingeladen. Heute Abend kommt hier zu uns ins Studio Dr. Wolfgang Schörnig, Umwelt- und Rechtsreferent der Stadt Regensburg und quasi der oberste Dult-Wächter, und das schon, Pierre, seit sage und schreibe 61 Dulten. Außerdem ist bei uns Kabarettist Toni Lauerer aus Furt im Wald. Es ist Andreas Nusslan zu Gast, der Hutkönig, mit seiner reizenden Begleitung Melanie Marling, die seit 5 Generationen hier in Regensburg Hüte machen und damit weltberühmt sind. Und noch jemand ist bei uns zu Gast, der kümmert sich um Haare. Genau, und den wollen wir jetzt gleich am Anfang mal bitte rein bitten zu uns, Helmut Eiselem mit seiner charmanten Begleitung Özlem. Schön, dass ihr da seid. Hallöchen. Ja, hallo. Hallo, schön, dass ihr bei uns seid. Ihr beide, ihr kümmert euch um Köpfe, weniger um Hüte. Und ich würde sagen, wir schauen uns heute mal ein bisschen an, was ihr so könnt. Ja, und werden gleich mal am Anfang schauen, ob wir jemanden finden, der sich ein bisschen von euch frisieren lässt. Habt ihr da Lust dazu? Auf jeden Fall. Dann schauen wir mal. Pierre, okay. Hinter dir sind ganz viele hübsche Mädchen. Ja, unglaublich. Applaus mal für euch selber, wie hübsch ihr seid hier heute. Unglaublich. Wer hätte denn Lust, sich spontan verändern zu lassen? Wir haben ja alle schon Frisuren. Ich habe einen Hut auf. Wahnsinnig also gut aus schon. Ja, aber man kann ja, es geht, Luft nach oben ist immer. Marietta? Marietta, gehen wir doch mal zu Marietta. Hallo, komm doch mal direkt in die Live-Show, du weißt natürlich von nichts. Applaus für Marietta. Total spontan, super. Kann man da was machen noch? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir starten gleich. Dann schauen wir mal, was rauskommt. Okay, dann verabschieden wir euch beide schon mal. Du hast dich quasi hier deinen Friseurstuhl eingelegt. Waschen können wir leider nicht, außer ich schütte dir Mast drüber. Also das mache ich jetzt sehr, sehr gerne. Na, vielleicht. Können wir nicht eine Wassermast haben? Ich würde die gerne rüberschütten. Es wird ein bisschen kalt heute. Spießer. Okay, aber nicht schlimm. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, Helmut, was sagst du? Was gibst du für eine Empfehlung ab? Was machen wir denn heute mit der Marietta? Ich würde sagen, eine klassische Dirndl-Frisur, Flechtelemente drin, bisschen hochgesteckt, so wie man es heute trägt einfach. Ist das jetzt so, dass zu Dult-Zeiten ganz viele Mädels zu euch kommen und sich die Haare für die Dult speziell stecken lassen? Ja, natürlich, ist absolut im Aufwind. Vor allem sehr viele junge Leute sind auf der Dult, alle mit Dirndl, wie man immer sieht, jedes Wochenende. Und Flechtfrisuren sind absolut im Trend. Ja, das sieht man auch hinter dir, Pierre, bei den Mädels, die hinter dir sitzen. Ja, bei ihm sieht man. Deswegen, achso, ja, bei mir auch schon. Also natürlich habe ich mir auch eine passende Dult-Frisur gemacht, hier Undercut-mäßig. Aber wir wollen kurz zurückschauen auf die letzte Sendung. Da war zu Gast hier bei uns Matt Wenz von den Buchbinder-Legionären. Und wenn du dich vielleicht zurückerinnern kannst, er hatte ein ziemlich cooles Trikot an, bestehend aus einer Lederhosen und einem Trachtenhemd. Und das Einzige, was gefehlt war, war ein Sponsor. Und wir haben hier in der Sendung quasi, ja, wir schauen da gerade nochmal zurück. Und da war es tatsächlich so, dass wir den Sponsor gesucht haben. Und unser Alfred Glöckl, der hat gesagt, hey,
was soll's, und hat dann gesagt, okay, er macht das Ganze, aber nicht einfach mit Glöckl, sondern wirklich mit Duld TV. Und welche Sendung, ein riesen Applaus an der Stelle bitte, welche Sendung auf der ganzen Welt kann behaupten, eine Bundesligamannschaft quasi zu haben und da quasi mit drauf zu sein auf dem Trikot? Das gibt es überhaupt gar nicht nirgendwo. Weltweit zum ersten Mal nur Duld TV. Wir haben deutsche Meister quasi jetzt als Duld TV Sponsoren. Unglaublich. Das ist sensationell. Wir sind darauf unglaublich stolz. Und ja, Duld TV macht's möglich. Soweit ich weiß, haben wir dazu auch einen super Einspieler, liebe Regie. Wie schaut's aus? Ja, auch natürlich können Sie diese Sendung jetzt live streamen und später auch im Internet anschauen unter www.mittelbayerische.de/duld. Da sind auch die vergangenen Sendungen natürlich jederzeit abrufbar. Tja, und jetzt darf ich auch schon unseren zweiten Gast mit ins Studio dazu nehmen. Magst du eigentlich was zu trinken? Du stehst hier so. Guck mal hier, ich habe was für dich vorbereitet. Ganz zufällig ein Bierchen. Natürlich, Pierre, was mit dir? Schaffst du wieder? Natürlich. Also, was ist das für eine Frage? Also, auf Prost. Geht's. Prost. Machen wir hier ganz kurz so. Gar keine Zeit zum Trinken. Bitte jetzt mit einem dicken Applaus begrüßen wir unseren nächsten Studiogast, Dr. Schirnick. Wo ist er denn? Da ist er. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie... Servus. Dass Sie, du, wir sagen heute alle du, oder? Wir sind beim Du hier einfach... zu direkt uns ins Studio gekommen bist. Wir kennen uns schon. So, woher kennst du die Maike? Ja, das willst du. Ja, gerade das möchte ich wissen. Die Maike, die war mit meiner Tochter befreundet und im Alter von 3 Jahren war die Maike immer zum Mittagessen bei uns. Ach so, so alt bist du schon. Also in den Kindergarten gegangen. Ach so, okay. Ganz charmant, ja, natürlich. Immer. Ja. Vor 20 Jahren. Vor ungefähr 20 Jahren war das ja. Wolfgang, 61 Dulden, das ist ja eine unfassbare Zahl von Dulderlebnissen, die du hier auf dem Buckel hast. Was erlebt man denn da so? Meine Güte, das ist also von A bis Z ist alles. Ich habe es 1984 übernommen und habe festgestellt, da ist eigentlich alles immer gleich gewesen. Und da habe ich als allererstes die Kriterien geändert, nach denen wir Geschäfte zulassen, und habe gesagt, nicht mehr bekannt und bewährt, sondern Attraktivität des Geschäftes. Und das haben ein paar Schausteller missverstanden und haben sich dann beworben mit ihren Frauen in Bikini-Fotos. Setzen Sie sich ruhig mal hin, dass wir hier ein bisschen gemütlichere Atmosphäre hier haben. So 61 Dulden erlebt man auch jede Menge verrückte Sachen. Was war so die abgefahrenste Sache, die du erlebt hast, wo du dir sagst, hey, wenn ich das irgendwo am Stammtisch erzähle, da denken sie, okay, der hat wahrscheinlich schon 7,5. Ja, okay. Einmal haben wir die Dulden nicht starten können. Und zwar an einem Kindernachmittag, wo ein Riesentag ist, da waren die ganzen Arbeiter verschwunden. Und dann haben die Schausteller die Arbeiten gesucht und haben festgestellt, die lagen alle im Koma. Und Grund war, wir haben erstmalig hier einen Szene-Gastronomen aus Regensburg gehabt, der hat eine kleine Barbetrieb aufgebaut und der Einfachheit halber hat er die gesamten Alkoholiker für 17 Tage Duld hinter seiner Bar gestapelt. Und am nächsten Tag haben halt die polnischen Hilfskräfte das gefunden und haben gedacht, bevor irgendjemand ihnen die wegnimmt, trinken sie es lieber aus. Und dann ist am Kindernachmittag um 1 Uhr kein Geschäft gelaufen. Okay, ja, böser Alkohol. Man munkelt ja, dass die Duld in diesem Jahr eine Rekordduld werden kann. Gibt es denn dafür jetzt noch mehr Anzeichen? Naja, klar, wir haben Bayerns bestes Wetter, auch heute in Nordbayern, in Südbayern, überall regnet es. Es gibt nur ein kleines gallisches Dorf, wo das Wetter einigermaßen okay ist. Und das ist bei uns und das liegt natürlich an der hübschen Moderatorin hier. Oh, das ist aber sehr charmant, Pierre. Du, ich sag dir, da kannst du noch einiges lernen. Ja, muss nicht sein. Ja, doch, das schaffst du. Ich sehe, du bist schon wieder drüben bei unserem Computer. Was gibt es denn da Neues? Genau, ich bin auf unserer Facebook-Seite. Da kann man sich quasi während der Sendung live mit uns in Verbindung setzen. Da einfach mal in die Suchzeile duld-tv.com eingeben und uns hier eine Nachricht schicken. Das kann alles sein, wenn dir hier zum Beispiel eine nette Dame im Publikum gefällt, dann können wir den Kontakt auch direkt weiterleiten oder du mal hier zu Gast sein möchtest, das ist alles kein Problem. Oder wenn du der Maike Komplimente machen willst, soll es ja auch geben, dann auf jeden Fall auf unserer Facebook-Seite vorbeischauen. Wir sind gleich wieder zurück hier live bei Duld TV. I say yeah.
say stop, and you say go. Once you're high, then you're low. Oh, that's called life. Times they come, times they go. Oh no. Bischofshof, das Bier, das uns zu Freunden macht. Audi, Vorsprung durch Technik. Autohaus Jepsen in Neutraubling. Hutkönig, Hutmanufaktur seit 5 Generationen in Regensburg. HDI-Versicherungen, Hauptvertretung Regensburg, Arthur Zaviola. Wirkes, Dirndl und Tracht. Ja, und schon sind wir auch wieder zurück hier live aus unserem DULT-TV-Studio im Glöckelzelt bei mir, Dr. Wolfgang Schörnig. Wolfgang, gehst du privat eigentlich auch noch auf die DULT? Ich komme, glaube ich, gar nicht so richtig dazu, weil wenn ich hier auf den Platz komme, dann sieht mich jeder und dann bin ich nicht mehr privat. Also ist bei mir DULT immer alkoholfrei. Wann bist du denn das letzte Mal Riesenrad gefahren? Ich fahre auf jeder DULT Riesenrad. Das ist eins meiner Lieblingsgeschäfte. Wie viele Leute fragen dich irgendwie nach Gutscheinen für Fahrgeschäfte, nach Biermarkern? Da hast du wahrscheinlich zur DULT-Zeit immer ganz viele Freunde, oder? Die dann so nein, nicht? Wir nehmen nämlich keine Markerln und Gutscheine an. Das ist seit etwa 10 Jahren bei uns tabu. Dann kommt niemand in Versuchung und die Schausteller geben mir sowieso so viele Sonderangebote her, dass es auch für alle Familien irgendwann reicht. Ja, an dieser Stelle begrüßen wir gleich unseren dritten Studiogast des heutigen Abends. Und zwar freue ich mich ganz, ganz, ganz besonders, dass er heute extra zu uns aus Furt im Wald angereist ist. Wir kennen ihn alle, ihr kennt ihn alle, Pierre, du kennst ihn auch. Klar, du strahlst. Ja, ich strahle über beide Wangen. Ach, halt doch. bitte einen dicken, dicken und fetten Applaus für meinen Lieblingskabarettisten Toni Lauerer. Servus, Toni. Ja, ich bleibe halt einfach dabei, so ist das Überlegste, ja? Passt schon, na, passt schon. Die Maike schadet gar nichts, wenn es mal ein bisschen nett behandelt wird. So, ich würde sagen, wenn wir jetzt schon so viele schicke Männer hier haben, dann würde ich sagen, suchen wir mal die passende Kopfbedeckung für euch, weil heute ist ja das Thema Hüte und Köpfe und wir haben im Vorfeld schon ganz viele tolle Hüte von unserem Hutkönig bekommen. Pierre, welchen Hut hast du rausgesucht? Ich hätte für dich, Toni, natürlich einen Sonderplatz hier bei den hübschen Mädels, weil da würde ich dich hier quasi auf Fassel setzen. Genau, da setzt dich da hoch zu uns als Fassel. Wie ihr gefragt habt, wer eine DULT-Frisur braucht, hat mich da hinten dauernd gemeldet. Jetzt habt ihr das schöne Dirndl drucknummer. Ich hätte so gerne eine andere Frisur. Hättest so gerne, du, das machen wir dann später und da überlegen wir uns was. Oder Helmut, fällt uns dazu was ein? Hut zumindest, also gut. Also tatsächlich, du darfst mal auf dein Fassel gehen. Maike, du darfst ja unauffällig folgen, weil du bist ja so ein bisschen in love mit dem Toni, habe ich gehört. Weißt du, was ich gehört habe? Der Toni, der kommt gerade ganz direkt von der Live-Sendung mit Bayerischen Rundfunk. Was habt ihr denn da gemacht? Heute haben wir gemacht ein Ortsporträt der Stadt Furt im Wald und ich habe die Leute um Drachensee geführt, habe ihr einen Drachen gezeigt, habe ihr unsere schöne Stadt gezeigt und habe dafür gesagt, dass wir ein schönes Wetter haben. Jetzt kennen dich ja unglaublich viele Menschen als Autor, als Kabarettist. Was aber nicht jeder weiß, ist, du bist im echten Leben Standesbeamter. Ein Standesbeamter. Wie ist denn da so dein Alltag? Mein Alltag ist so, dass ich zwar erfreuliche Sachen beurkunde, das ist Geburt und Hochzeit und den Tod natürlich auch, aber den verdränge ich. Also in erster Linie Hochzeiten. Zum Beispiel habe ich am Freitag 6 Hochzeiten gehabt, das ist für Furt im Wald schon ganz schön viel. Und weißt du warum? Wohnen da so viele Leute? Mir ist das gar nicht aufgefallen. Weißt du, was am Freitag war? Ja. 15.5.15. Datum. Ach so. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Haben sie geheiratet, wie die Wahnsinnigen. Also, aber gut, jeder soll es erleben, wie das ist und dann sehen wir es schon. Furt im Wald kenne ich eigentlich nur immer, wenn ich in die Tscheche ins Casino fahre. Ich war da selber noch nie, muss ich sagen. Noch nie? Ja. Ich kann das eigentlich nur empfehlen. Ja? Ja. Soll ich mal stehen bleiben? Da machst du nicht mehr weg. Ist denn das so, dass deine Erlebnisse, die du so alltäglich jetzt im Berufsleben hast als Standesbeamter, dass die dich inspirieren für deine Geschichten, die du in im Kabarettprogramm und in deinen Büchern unterbringst? Nicht nur im Standesamt. Also wir haben ja eine kleine Stadt, wir haben 9000 Einwohner und da ist der Standesbeamte auch zuständig für die Feuerwehr, für die Landwirtschaft, für die Jagd und für Gaststätten, Gott sei Dank. Und
da erlebst du Sachen, gerade bei Feuerwehrversammlungen, wenn dann Versammlung aus ist, und dann hocken sie noch beieinander, da ein Weißbier, dort eine halbe, und dann kommen die Gespräche, die braucht der Laura Toni für seine Geschichten. Die hören wir dann noch. Pierre, wie schaut es denn aus? Mal ein ganz kurzer Blick zu euch beiden rüber. Wie weit sind wir denn schon mit unserer Adult-Frisur? Schaut sehr, sehr gut aus. Was hast du jetzt da genau gemacht bisher? Ja, jetzt haben wir, da sie Naturhaar hat, eher ganz lockere Variationen ausgesucht. Mit Flechten wird ganz häufig gefragt und ein bisschen hinten wild hochgesteckt. Ist es mal angenehm, sich so verwöhnen zu lassen und nicht selber irgendwie vor dem Spiegel zu stehen und dann versuchen, was zu machen? Oh, natürlich, das hätte ich gern jeden Tag, das wäre wunderbar. Ja, da musst du dir den Schauspielerberuf aussuchen zum Beispiel. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ja, lass dir das mal gesagt sein. Wir haben natürlich auch heute wieder unseren Tafelwurm. Was da heute rauskommt, was er uns heute versucht zu erklären, das siehst du jetzt. Diskurs gibt es in allen Farben. Das können wir uns irgendwann mal will zum Foto machen oder zu der Taufe. Ein Latz ist drauf. Das können wir immer an. So, was war's denn jetzt? Habt ihr eine Idee? Ja, Toni, hast du eine Idee? Was war's? Also es gibt es in allen Farben. Und es ist kurz. Ja. Lederhosen? Jawohl. Jawohl, ja. Sehr herzlichen gut. Herzlichen Glückwunsch. Richtig. Die 50-Euro-Frage ist überstanden. Und damit kommen wir auch schon zu unseren nächsten Gästen. Und das ist wirklich auch der Grund, warum wir hier heute ganz, ganz viele Hüte haben. Sie sind quasi ja, die Namensgeber der heutigen Sendung. Wir begrüßen jetzt vom Hutmacher am Dom hier in Regensburg Andreas Musland und Melanie Marling. Herzlich willkommen bei Dult TV. Wow, wunderschön, grüß dich. Servus, grüß dich. Nehmt Platz, nehmt euch ein Bier, wenn es magt. Ja, was ist mit dir eigentlich? Habt ihr ja schon alle ein Bier? Magst du so. Bier? Ach, du hast schon eins. Okay, ich nehme meine zweite, weil die erste ist schon irgendwie verschwunden. Prost, Maike. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich habe keine Hand mehr frei, bei mir geht das gar nicht mehr. Wie sieht es denn aus? Haben wir uns die richtigen Hüte ausgesucht zum Outfit? Oder kriegen wir jetzt Schelte? Ich glaube, wir könnten am besten finden. Oh, okay. Welchen denn zum Beispiel? Also sie schaut schon ein bisschen so aus wie so eine Magd, finde ich, gell, mit dem Hut. Ja, schon. Also gut, ich tausche ihn bereitwillig gegen ein anderes Modell. Ja, welches bitte. Sollen wir denn nehmen? Na, jetzt schauen wir mal, da haben wir ja ein paar Sachen dabei. Jetzt für den Sommer zum Beispiel ein schönes Dirndl-Trachten hier da im Strohbereich. Frech einsetzen, ganz wichtig. Schaut das nicht gut aus, schaut das nicht frech aus. Ja. Wunderbar, Applaus, Maike, steht ja viel, viel besser gleich. Viel besser gleich, ja, wunderbar. Na da gut, dann nehmen wir den. Was habt ihr denn sonst noch für außergewöhnliche Hüte dabei? Ja, wir zeigen euch einmal ein bisschen was. Lass uns mal dahinter schauen, das haben wir da hinten hergekriegt. Vorweg einmal eins. Los geht du jetzt da. So schaut jeder Hut vorher aus. Ja, setz den mal auf, Pierre. Ja, das lassen wir sein. 70 Arbeitsgänge auf einen Hut. Und wenn dann der Hut so schön fertig ist, das sieht man ihm halt nicht an. Aber das ist halt reine Handarbeit und so arbeiten wir seit über 100 Jahren in der Werkstatt. Das ist ja unglaublich. Gibt's denn auch, jetzt während ihr eure Hüte raussucht, gibt es denn auch Situationen, wo ihr zweimal keinen Hut tragt? Eigentlich nein, weil es gibt für jede Situation einen passenden Hut. Also was haben wir jetzt noch hier gefunden? Ja, da haben wir zum Beispiel, es gibt ja vom Zylinder über die Melone, gibt es ja für alle Doktorgeschichten zum Beispiel. Es gibt alles, was man halt für die Kopfbedeckung, fürs Handwerk. Über das Handwerk sind ja diese Kopfbedeckungen groß geworden. Das ist jetzt der Doktorhut zum Beispiel. Ja, Pia, komm, zieh den mal auf. Soll ich mal aufsetzen? Ja, das glaubt ja, okay. Zwar kein Mensch, aber ach, zieh natürlich. Den mal ich habe ja den Doktor in. Ja. Moment. So. Hier der Harvard-Student. So. Ja, super. Und jetzt brauchen wir noch einen Hut. Jetzt brauchen wir noch einen Hut für unseren richtigen Doktor, vielleicht für unseren. Ja, wenn Dr. ich darf, Schirning. Wenn ich darf. Also, der ist ein bisschen flach. Ein Klassiker, ja, das ist damals von den Damen entwickelt worden. Man ist in den Kutschen gefahren, die Damen haben viele Hutkoffer dabei gehabt. Der Mann durfte nur eine Kofferdeckung tragen, aber so wie es ihm heute geht, tatscht. Oha, das ging aber schnell. Standesgemäß. Oh, ja, ein Riesenapplaus. Ja. Fällt einer der Hut? Ja, also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber so wie alle klatschen, muss er ja gut ausschauen. Auf jeden Fall. Und du warst schon mal im Playboy. Viele sagen es ja. Ich habe den da sogar. Schau mal her. Aus dem Jahre 1996. Braucht man nicht. Wir sind im Internet, da sind Nippel erlaubt. Also kann man auch mal ganz groß drauf gehen.
Maike, weiße Schuhe stehen dir auch sehr gut. Ja, ich habe mir damals echt etwas Mühe geilere gegeben, Figur noch gehabt. Ja, aber vielen Dank, die Schuhe habe ich noch. Hältst du mal kurz mein Mikro, dann schaue ich da mal rein, auf Seite 60 nämlich. Mach doch mal bitte die richtige Seite auf. Ah, ja. Naja, wo ist denn dieses... Ja. Dann muss ich mal kurz gucken, wo das denn war. Das ist ein älterer Playboy, wie man sieht. Ja, da waren noch Haare. Okay, so. Wenn aber ihr wüsstet, was wir jetzt über die Regie gerade für Kommentare eingespielt so, das bekommen. Das bist tatsächlich du, ne? Ja, das ist ja mal, was 20 Jahre ausmachen als einem Menschen, gell? Also unglaublich. Wie war das denn, nachdem du da eine 8-seitige Collage im Playboy hattest? Da ging es dann richtig ab, oder? Da kamen dann aus aller Welt die Menschen. Also wir machen das ja seit 1875, aber anscheinend hat der Playboy den großen Schuss gegeben. Wir haben seitdem über 500 Fernsehstunden weltweit hinter uns und Gott sei Dank gab es den Playboy, weil sonst hätte es den Hutkönig vielleicht gar nicht mehr gegeben. Und auch ein Hollywood-Schauspieler hat deinen Hut getragen in diesem Film, in Alice im Wunderland, Johnny Depp. Wie kam das? Hat der angerufen und gesagt, ich brauche einen Hut? Ja, der verrückte Hutmacher wird da gespielt und zu wem sollten sie sonst kommen wie zu mir? Ich bin ja auch so verrückt und da haben sie gesagt, du machst den, du kannst das und es war für uns eine Riesenehre, dass wir für Disney jetzt Disney-Partner sind und wir machen natürlich viele Hüte für Film, Funk und Fernsehen. Das ist eigentlich unglaublich. Ist man da stolz, wenn man da im Kino sitzt und sagt, hey, der Hut, der ist von mir? Ja, wir durften das allererste Mal ganz alleine ins Kino gehen damit und es war super und man ist sehr stolz. Wobei wir bei jedem Hut, der von uns gemacht wird und der mal getragen wird, super stolz sein, weil das ist einfach was Besonderes, so ein altes Handwerk am Leben zu erhalten. Das ist wohl, also den Ausbildungsberuf Hutmacher gibt es ja im klassischen Sinne eigentlich nicht mehr, oder? Nein, ich habe zu meiner Zeit schon in den 80er Jahren nach Österreich gehen müssen und habe meinen Hutmachermeister in Österreich gemacht, kam dann nach Deutschland, habe den Modistenmeister, den Damenhutmacher gemacht. Das ist ja komplett unterschiedlich. Die Modistin, die Melanie ist ja eine, die Modistin macht den Kopfputz, die schmückt also meistens diesen Hut oder halt macht Haargestecke zum passenden Anlass. Der Herrenhut, der muss halt 30 Jahre halten, der passt. Das muss halt hinhauen und deswegen machen wir im Herren- und Damenbereich ganz was anderes. Ja, und für Leute, denen Hüte vielleicht nicht so ganz gut stehen, ist es doch immer wieder angesagt, zum Friseur zu gehen. Helmut, hinter deinem Namen, da steht ja ein Junior. Wie viele Generationen von euch gab es denn schon vorher? Ich bin jetzt in 5. Generation Friseur. In 5. Generation Hutmacher und in 5. Generation Friseur. Jetzt brauchen wir noch einen Hut für unseren Friseur. Welchen Hut würden wir uns denn für den Helmut aussuchen? Aha. So, das könnte jetzt die Frage an die Schauspielstudenten sein, was das für ein Hut ist. Fällt euch? Wie bitte? Ein Zweispitz ist das. Ein Zweispitz ist das. Was kann man denn über den Zweispitz, jetzt beeindrucken wir mal den Hutkönig, was kann man denn über den Zweispitz so sagen? Es ist vor allen Dingen der Hut, der in der Französischen Revolution getragen wurde. So. Warum habe ich das nie gelernt in dem Jahr Schauspielschule? Ja, vielleicht, weil du nur ein Jahr da warst, Björn. Oder weil ich den Theorieunterricht geschwänzt habe. Das könnte natürlich auch sein. Wir sind gleich wieder da, live hier bei Duld TV. Duld TV, präsentiert von Bischofshof, das Bier, das uns zu Freunden macht. Audi, Vorsprung durch Technik. Autohaus Jepsen in Neutraubling. Hutkönig, Hutmanufaktur seit 5 Generationen in Regensburg. HDI-Versicherungen, Hauptvertretung Regensburg, Arthur Zaviola. Wirkes, Dirndl und Tracht. Ja, und da sind wir wieder zurück hier im DULT-TV-Studio im Glöckl-Zelt und wir schauen jetzt mal, unsere Frisur ist, glaube ich, fertig. Marietta, zeig dich mal. Wie es dir gefällt, wissen wir nicht, gell, weil du keinen Spiegel hast. Aber es fühlt sich auf jeden Fall wunderbar an. Also fest, es kann ein wunderschöner, langer Abend heute werden. Das würde ich sagen, ist ein dicken Applaus für unsere Özlem, die so wunderschön unsere Studio-Besucherin frisiert hat. Jetzt, grandios. Jetzt hast du wahrscheinlich gleich ganz viele Anmeldungen für Frisuren für heute Abend, würde ich mal vermuten. Weil, wo kann man... sich so eine Frisur machen lassen, wenn man jetzt genau die haben möchte von dir? Ganz oft auf so Festen wie jetzt Trachten zum Tracht oder wir haben ganz viele auch jetzt zu Standesamtes, was unten so ganz locker gesteckt wird, also es wird häufig so getragen. Also Hochsteckfrisuren mit Flechten ist ganz oft angesagt. Gut, Helmut, solche Angestellten sind ein Traum, oder? Absolut super.
Was kannst du uns denn so im Allgemeinen für Frisurtrends für diesen Sommer empfehlen? Naja, Frisurtrends ist ja sehr weit hergeholt. Wir haben jetzt nicht mehr diesen einen Trend, den man so sucht immer, ja, sondern es gibt ganz, ganz viele Richtungen, die man trägt und es muss einfach sehr, sehr gut zu den Leuten passen, finde ich. Also das ist das Allerwichtigste. Sag mal, du hast deinen Hut verloren. Was ist da los? Ich gebe dir mal noch einen anderen. So, ohne Hut geht's heute. Ja, ohne Hut geht's heute nicht, würde ich sagen. Wie jedes Mal war auch heute unser Pierre vor der Show auf der Wilden Maus oder in der Wilden Maus unterwegs. Diesmal mit Schauspieler Oliver Severin, langjähriger Schauspieler vom Theater Regensburg, inzwischen freier Schauspieler. Und was die beiden heute in der Wilden Maus besprochen und erlebt haben, das sehen wir jetzt. Die vierte Fahrt von Dult TV in der Wilden Maus. Heute Schauspieler Oliver Severin bei mir. Hallo. Ja, hallo, grüß dich. Ungewohnte Situation, aber ganz spannend so im herannahenden Regen. Man merkt, der Schauspieler, er redet unheimlich viel gerne. Und deswegen gibt es kein klassisches Interview, sondern wir machen eine Impro-Nummer. Such dir schnell zwei Rollen aus, die wir spielen während der Fahrt. Soll ich die sagen? Ja. Ja, okay. Also Hamlet suche ich mir aus. Und ich bin 50 Cent. Und was? Okay. Und ich bin und noch Frankenfurter, Sweet Transvestite. Okay. Okay, yo, in the club we going here, in the Wilden Maus, Maus, yeah. How did you I see you've met my faithful handyman? He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the. Okay. Andy Man, okay. Ey, krass, ich kann nur. Ah! Okay, eine Frage kriegst du natürlich noch gespielt. Wo bist du denn das nächste Mal zu sehen? Das nächste Mal zu sehen bin ich auf Tournee als König Ödipus. Hey, ich muss die andere Rolle auch noch spielen. In Brunsbüttel. Und jetzt noch schnell: sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Ich bin völlig, glaube ich, ja. Hast du eine Tüte? Warte mal, wir haben eine Tüte. Schnell zurück ins Studio. Ja, Oliver Severin, schöne Grüße an dieser Stelle nochmal. Hättest du auch mal Bock, mit mir Wilde Maus zu fahren? Boah, Bock hätte ich schon, aber ich glaube, ich überlebe es nicht, weil mir immer schlecht wird. Ja, wir haben ja Tüten dabei, das ist jetzt so der Stress, ne? Du, wenn hier gerade kein Dult TV läuft, gell, da geht es ja hier auch krass ab, oder? Ja, im Zelt sowieso, aber da, wo das Studio ist, wie jetzt hier, wo wir immer sehen, das ist unsere neue Sektbar und das läuft eigentlich ziemlich gut mittlerweile schon. Und was da los ist, da können wir mal kurz reinschauen. Angenehme Leute, schöne Atmosphäre und ich glaube mit einer der besten Plätze hier im Zelt, weil es einfach entspanntes Feiern ist. Unsere Männer Mario und der Mucke, wir lieben euch. Ich auch. So, da bin ich. Da sind wir wirklich froh, genau hier im Glöckelzelt bei dir immer zu sein. Da ist wirklich Party garantiert. Wie schaut es denn aus, Thema Rekordduld? Weil nach wie vor schaut es gut aus, oder? Ja, super. Es sagt ja schon seit zwei Tagen Regen und es will Gott sei Dank nicht regnen. Der Wettergott ist uns gut gesonnen. Ich bete fast jeden Tag dafür, dass es so ist. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir die paar Tage auch noch ohne Regen überstehen. Das Wochenende steht ins Haus. Wie schaut es da aus? Bist du komplett ausreserviert oder kann man schon noch irgendwie einen Tisch haben bei dir? Also Freitag sind wir ausreserviert. Im Vorzelt gibt es selbstverständlich noch Plätze. Man muss aber dazu sagen, dass wir nur 30% unserer Sitzplätze reservieren. Der Rest ist zur freien Wahl. Da kommen wir die ersten schon um 2 Nachmittag und reservieren. Und Samstag, Sonntag gibt es noch Plätze und Montag auch noch. Diesmal sind wir bis Montag da, gell? Nicht vergessen. Genau, Pfingstmontag, Maike. Und du hast jetzt Herrenbesuch, mal nicht daheim, sondern bei dir im Studio. Ich habe ohne Ende Herrenbesuch und ich bin auch schon ganz aufgeregt über so viel Männlichkeit hinter mir. Aber bevor wir zu unseren Herrenmusikern kommen, eine Frage noch. Wolfgang, wenn du an die Dult denkst, welche drei Stichworte fallen dir da als allererstes ein? Fetzig, jugendlich, bayerisch. Fetzig, jugendlich, bayerisch. Wie schaut es da bei euch beiden aus? Was fallen euch für Stichworte ein? Tracht, Dirndl,
Hüte. Ja, und bei dir? Ich hätte das alle gleiche gesagt. Also wunderbar. Und ja, Musik ist natürlich auch so ein Stichwort. Und hinter uns ist heute die Kapelle Josef Menzel. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen mit Frontmann Josef. Wie geht's euch? Passt schon, alles bestens. Wie immer die Frage, wieso heißt ihr so, wie ihr heißt? Ja, uns ist nichts anderes eingefallen. Ich habe gehört, ihr seid gegründet worden während einer Schlägerei oder aufgrund einer Schlägerei. Ist da was Wahres dran? Ja. Und was? Ja, das stimmt. Pierre, also, Pierre, lerne eins. Stelle nie Fragen, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Aufs Maul kann. Wo sind wir? Aufs Maul kann? Ja. Wo? Ja, in Bremberg. Und was war da für ein Festl und warum kam es zur Schlägerei? Ja, das Burgfest und das weiß keiner mehr, wie das angefangen hat und aufgehört auch nicht mehr. Okay, ich merke schon, du bist der optimale Interviewgast. Wir stellen dich demnächst mal beim Herrn Jauch vor. Was erwartet uns denn heute Abend musikalisch? In mehr als zwei Worten. Blasmusik und zwar nicht nur bayerisch, sondern auch altbayerisch. Alles klar, wir werden gleich eine kleine Stichprobe davon hören, aber zunächst mal, lieber Pierre, was erwartet uns denn in der nächsten und letzten Ausgabe von Duld TV? Genau, das ist nämlich schon die letzte Ausgabe. Nächsten Donnerstag um 18 Uhr heißt es dann Ladies und Damen und da wird unter anderem zu Gast sein Stefanie Sedlmeier-Wessling, Initiatorin und Namensgeberin von Steffis Damenduld. Ja, Andrea Tietz, Leiterin der Pressestelle des Oberlandesgerichts München wird da sein. Und, Pierre? Und dann die Ehefrau von Joachim Wohlbergs, Anja Wohlbergs. Und nachdem ich ja jetzt viermal Wild im Aus gefahren bin, ich habe eigentlich wirklich keinen Bock mehr. Wie schaut's aus? Fährst du mit der Anja Wohlbergs Wild im Aus? Ja, okay, ja, mache ich. Weil ich glaube, ihr Mann erlaubt es eh nicht, dass ich mit ihr fahre nach der letzten Sendung. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und außerdem bei uns nächste Woche zu Gast wird Miss Bayern und Vize-Miss Germany Julia Kramel sein. So, das war's für heute. Und an dieser Stelle wollen wir aber nicht vergessen, dass auch die Steffi natürlich nochmal ganz persönliche Grüße auszurichten hat. Hallo, ich bin Steffi von Steffis Damenduld und am kommenden Donnerstag veranstalten wir ein Projekt von Frauen für Frauen. Wir haben viele tolle, interessante und wunderschöne Frauen eingeladen und wir sammeln für das Haus Mutter und Kind. Spenden kann jedermann, eingeladen sind aber nur Damen. Aber schauen Sie selbst! Ja, das wird ganz bestimmt eine feine Sache am kommenden Donnerstag. Und wer live dabei sein möchte, der ist herzlich willkommen hier bei uns als Zaungast, wie unsere hübschen Mädels heute da hinten. Man kann sich anmelden über Facebook duld-tv.com über den Messenger oder aber direkt in der Redaktion. Genau. Und für jeden, der kommt, der kriegt auch noch Hamas vom Alfred Glöckl geschenkt. Also wir können ja mal versuchen, dass wir hier 300 Publikumsgäste haben. Mal schauen, ob das dann immer noch zählt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und jetzt gibt's noch unsere Band und wir sagen Servus. Bis Donnerstag, 18 Uhr. Tschüss.
live aus dem Glöckl-Festzelt. Duld TV.